des Bieres. Der Tag des deutschen Bieres, manche Gäste sagen zu mir, jeder Tag ist Tag des Bieres, ne? Aber der offizielle Tag des Bieres, das ist der 23. April. Und das geht darauf zurück, ne? Das sogenannte Reinheitsgebot. Das Reinheitsgebot, das besagt, welche Zutaten in Bier reinkommen und unter welchen Regeln gebraut wird. Das ist am 23. April 1516 beschlossen worden. Und da hat man sich dann gedacht, das ist dann logischerweise der Tag des Bieres. Den feiern wir also jeden Tag am 23. April. Und der 23. April 2006 war der perfekte Tag, um dieses Museum hier zu eröffnen. Wir haben damals eröffnet in diesem Teil des Gebäudes, das war früher mal hier die Maschinenhalle, das Maschinenhaus. Hier hat man noch bis 2003 gearbeitet. Ich hoffe, allen ist klar. Im Jahr 2003 haben die Kollegen nicht mehr mit der Dampfmaschine gearbeitet. Das wäre unlogisch gewesen. Das hier ist ein Schwindel, das ist ein Fake. Die Maschine hat niemals hier in dieser Halle gearbeitet. Die kommt eigentlich aus einer bayerischen Brauerei. Aber die Maschine ist schon seit vielen Jahren hier in Dortmund zu Hause. Es gab früher schon einmal ein Brauereimuseum. Das alte Brauereimuseum, das war früher zu Hause auf dem Gelände der Kronenbrauerei. Und als das Museum geschlossen worden ist, hat man einige der Stücke eingelagert und aufbewahrt, unter anderem die Dampfmaschine. Viele Gäste fragen mich, wozu brauchst du denn beim Bierbrauen überhaupt eine Dampfmaschine? Wo ist denn da die Logik? Ich muss das Bier kühl lagern können und dafür brauchen wir tiefe Temperaturen. Und das zu erreichen war früher total schwer. Es gab früher nur eine Möglichkeit. Man hat früher im Winter, wenn es richtig kalt war, und die ganzen Seen und Gewässer zugefroren waren, hat man sich dann eine Säge geholt und hat aus den zugefrorenen Gewässern Eisblöcke ausgesägt und hat mit diesen Eisblöcken das Bier in tiefen Kellerräumen kühl gelagert. Aber ab ca. März wird es draußen derartig warm, da frieren die Gewässer nicht mehr zu, da hat man kein Eis mehr. Und deshalb hatte man früher im Sommer auch gar kein Bier, weil es einfach zu heiß war. Man wollte aber logischerweise das ganze Jahr über Bier haben. Also musste man sich einen Trick einfallen lassen. Es ging darum, ein künstliches Verfahren der Kälteerzeugung zu entwickeln, eine Kühltechnik. Und der große Pionier im Bereich Kühltechnologie, der Mann hieß Karl Linde, der hat dann solche Kältekompressoren entwickelt, auf Ammoniak basierend. Und diese Erfindung der Kältekompressoren, das war eine ganz, ganz wichtige Errungenschaft, ein ganz wichtiger Baustein bei der Entwicklung in Richtung Brauindustrie, Brauwirtschaft. So um 1860, 1870 wird das Bierbrauen nach und nach zur Industrie. Vorher war Bierbrauen eine Handwerkskunst. Da hat man meistens als einzelner Mensch alleine Bier gemacht. Diese Ein-Mann-Brauereien, die waren meistens in Bäckereien angesiedelt. Viele Bäcker haben früher nebenher auch Bier gemacht. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ergibt durchaus einen Sinn. Denn sowohl beim Backen als auch beim Brauen brauche ich sehr ähnliche Zutaten. Ich brauche Hefe, ich brauche Getreide. Also haben viele Bäcker nebenher auch gerne Bier gemacht. Aber wie gesagt, 1860, 1870 ist so die Zeit, wo das Bierbrauen zur Industrie wird. Ein paar Jahre später, 1885, da beginnt die Geschichte dieses Braustandortes hier, hier in der Steigerstraße. Und die erste Brauerei, die hier saß, die hieß Borussia Brauerei. Viele Besucher fragen mich, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Borussia Brauerei und dem Fußballclub Borussia Dortmund. Manche sagen ja, manche sagen nein. Eine Sache ist ganz klar. Borussia Dortmund wurde am 19.12.1909 gegründet. Und der Gründungsort von Borussia Dortmund, der ist nur wenige hundert Meter von uns entfernt in die Richtung. Da ist der Borsigplatz. Da trafen sich am 4. Advent des Jahres 1909 18 junge Männer, die aus dem Protest gegen den Kaplan ihrer Kirchengemeinde, der Fußball ganz, ganz schlimm fand, erstmal einen Fußballclub gegründet haben. Die Vereinsgründer saßen dann da und haben sich überlegt, hey Mann, wie nennen wir den Club denn nun? Und angeblich, sagt man sich, hätten die sich umgeschaut und schauten auf ein Werbeschild Borussia Bier und haben gesagt, ja, den Club nennen wir jetzt Borussia Dortmund. Eine schöne Story, aber ich gehöre zu den Kritikern, ich glaube die Geschichte nicht.
Sie sollten nämlich wissen, im Jahre 1909 gab es gar keine Borussia Brauerei. Die ist schon 8 Jahre vorher, 1901, geschlossen worden. Ich gebe zu, das Schild kann immer noch existieren. Ohne Frage richtig, aber ganz ehrlich, ich finde es ein bisschen abwegig, 8 Jahre nach der Pleite eines Betriebes danach einen ganzen Fußballverein zu benennen. Ich finde eine andere Erklärung viel logischer, woher der Name Borussia Dortmund kommt. Borussia ist die lateinische Übersetzung von Preußen. Hier waren wir früher im Königreich Preußen und deshalb ist das eigentlich viel logischer. Es gab früher viele, viele Fußballvereine, die Preußen oder Borussia hießen. Ganz typischer Sportname, Sportvereinname, also deshalb ist, glaube ich, Borussia Dortmund nicht nach einer Brauerei benannt worden, wie manche Leute glauben. Für uns wichtig ist, schon im Jahre 1901 war die Borussia-Brauerei an diesem Ort hier platt. Aber die Herrschaften, die die Borussia-Brauerei gegründet hatten, die wollten nicht einfach aufgeben. Die haben sich gedacht, wir starten noch einen zweiten Versuch. Und dann haben die 1902 hier am selben Ort eine neue Brauerei gegründet. Und die wurde super erfolgreich. Die wurde derartig erfolgreich, dass sie relativ rasch an die Grenzen stieß. Die Kapazitäten hier haben nicht mehr ausgereicht. Und das war der Grund, warum man dann 1912 diese ganzen Neubauten hier überall errichten musste. Und diese neue, so erfolgreiche Brauerei war die Hansa-Brauerei. Der Erfolg der Hansa-Brauerei, der hielt nicht immer an. 1971 ist die Hansa-Brauerei übernommen worden. Und zwar von der DAB, von der Dortmunder Aktienbrauerei. Das Gelände hier lief noch einige Jahre als Hansa-Brauerei weiter. Und dann 1984 zog die Dortmunder Aktienbrauerei von ihrem alten Gelände an der Rheinischen Straße hierher und seitdem heißt das alles hier Dortmunder Aktienbrauerei. Diese Maschinenhalle, in der wir uns hier gerade aufhalten, die ist im Laufe der Zeit auch zu klein geworden, da musste man auch expandieren. Wir können das da hinten schon sehr schön sehen. Der hintere Gebäudeteil, der kam erst im Jahre 1968 hinzu. Früher war hier vorne Schluss, da war hier die Mauer und die Maschinenhalle war vorbei. Es hat hier früher mal 2 Maschinen gegeben. Eine Maschine stand also hier und die Fläche, wo die zweite Maschine stand, die können wir gleich sehen, wenn wir mal ein kleines Stück weitergehen. Soweit sprachlich das nachvollziehbar, ein bisschen schwer wahrscheinlich. Es lohnt einfach mal fragen. Viele technische Fachausdrücke. Ja. Habe ich hier sehr oft gesehen, dass viele Gäste sich nicht trauen, hier raufzustellen. Ich glaube, viele Gäste haben Angst, dass das hier eine Waage ist, dass man hier gewogen wird. Ich gehe niemals auf Wagen. Also, sorry, das ist keine Waage, keine Angst. Das hier ist ein Fundament. Die Maschinen, wenn die gelaufen sind, die haben ziemlich stark vibriert. Und die Maschinen, also diese Vibrationen mussten so ein bisschen absorbiert werden. Dazu brauchte man hier diesen Schwingungsdämpfer. Also hier stand früher noch eine zweite Maschine. Jetzt möchte ich mal ganz kurz auf das Modell da vorne hinweisen. Da sehen wir eine berühmte Dortmunder Brauerei in Miniform. Es ist die einzige von den großen Dortmunder Brauereien, die im Inneren der Dortmunder City, im Inneren des sogenannten Wallrings war. Das ist die sogenannte Tierbrauerei. Das lange Gebäude vorne, das ist das alte Bürogebäude der Tierbrauerei. Wir sehen in der Mitte, da ist der Eingangsbereich, da stehen blaue Buchstaben über der Tür. Tierbräuhaus steht da. Heute stehen an der Stelle rote Buchstaben. Und die Schrift lautet Tiergalerie. Nämlich an der Stelle haben wir jetzt seit September 2011 ein riesiges Shoppingcenter, die Tiergalerie, mit 160 Shops. Ne? Und das befindet sich an der Stelle, wo früher mal die Tierbrauerei stand. Also was wir da hinten sehen können, das ist ja alles abgerissen. Da ist also alles heute Shoppingcenter, aber das Gebäude vorne, das existiert noch. Da kann man dann vom Bodenwall aus durch das Gebäude durchgehen und erreicht dann Primark, Hollister und die anderen Geschäfte, die es heißt da gibt. Das Bier ist aber nicht komplett verschwunden. Es gibt immer noch einen Ort, wo Bier gebraut wird. Und zwar links unten in dem Gebäude gibt es die Hausbrauerei Hövels. Da kann man sich auch anschauen, wie Bier gebraut wird. Und zwar das Hövels Original. Auch eine tolle Dortmunder Bierspezialität. Das Hövelsbier, was... Ja, sorry. Warum Tierbrauerei? Tier, das heißt, ist einfach... Einer der Mitbesitzer, einer der Gründer. Einer, der hieß Tier.
Ah, okay. Genau. Das waren drei Männer, einer hieß Sonnenschein, einer hieß Tier und einer hieß Höhle. Echt? Ja. Das waren die drei Finanziers, die diese Brauerei gegründet haben. Also, das Höhlensbier kann man da trinken, in dieser Kneipe. Das wird also da direkt auch gebraut. Man kann aber auch Höwelsbier für zu Hause kaufen. Im Supermarkt, ne? Bierkiste oder Bierflasche oder so. Das können die dann gar nicht machen, weil die Räume sind viel zu klein. Nein, das Bier, das wir so im Geschäft im Supermarkt kaufen können, das machen die hier nebenan, in der großen Brauerei ein paar Meter neben uns. Es gibt noch ein paar andere Orte, wo Höwelsbier gebraut wird. Nur, die Orte ändern sich fast jeden Tag. Ich gebe zu, das klingt ein bisschen komisch, ne? Aber es gibt einige Schiffe, Kreuzfahrtschiffe aus der sogenannten AIDA-Flotte, wo man ja Kreuzfahrten über die halbe Erde machen kann. Ne? Und die haben an Bord auch eine Brauerei und die können auch Höwelsbier machen. Da kann man also dann als Kreuzfahrttourist, kann man also auch Höwelsbier unterwegs trinken. Gibt's also auch. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Wir gehen jetzt mal hier die Treppe nach oben in den ehemaligen Schaltraum. Wir sehen hier überall ganz viele alte Schalter, alte Schalttafeln. Die sind aus den Jahren 1960. Damals hat man die ganz alten Tafeln aus dem Jahre 1912 alle rausgerissen und hat dafür die eingebaut. Ich finde das total schade, dass wir nicht mehr die alten Originaltafeln aus dem Jahre 1912 hier haben. Die sahen nämlich richtig super aus. Früher hat man nämlich solche Tafeln noch aus Marmor angefertigt. Das wäre also echt ein edler Eyecatcher, ne? Wenn hier alles mit Marmor wäre. Richtig prunkvoll. Da, genau, Sie haben völlig recht. Ne? Da sieht man ein herrliches Beispiel für so eine Schalltafel mit Marmor. Also das hier ist so ein bisschen simpler. Hier hinter mir, oder besser neben mir, sehen wir ein Fenster. Da geht es rüber, ne, da kann man rüber gucken in dieses Sudhaus, in dieses Brauhaus, einen der wichtigsten Räume, wichtigsten Orte einer Brauerei. Das ist das einzige Sudhaus, das es noch in Dortmund gibt, aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Da ist noch bis 1984 gebraut worden, heute nicht mehr. Inzwischen ist dieser Ort, wie man so schön sagt, eine Event-Location. Kann man also für Veranstaltungen mieten, für Hochzeitsfeiern oder ähnliche Dinge. Ne? Dann kann man dann darin feiern. Okay, kommen wir jetzt mal zu diesem Medientisch. Wir sehen, drei Jahreszahlen sind hier dargestellt. Wir gucken uns das mal so in chronologischer Reihenfolge an. Wir beginnen mal im Jahr 1901. Was Sie jetzt hier sehen können, ist Dortmund vor weit über 100 Jahren. Wir sehen jetzt hier insgesamt 23 rot-weiße Punkte. Jeder Punkt ist eine Brauerei. Überall in Dortmund konnte man Brauereien sehen, ne? An jeder Ecke. Ja, viele, viele Namen, die wir hier lesen können, sind heute noch sehr bekannt. Manche Namen hingegen sind völlig in Vergessenheit geraten. Ne? Oder es gibt Namensähnlichkeiten. Ja. Sehen das auch alle Bäcker? Nee, alle nicht. Nicht alle. Aber viele. Aber nicht alle. Nein. Also zum Beispiel hier gab es auch richtig große Brauindustrie. Die Dortmunder Union-Brauerei oder die Dortmunder Aktienbrauerei. Das waren schon richtige Bierfabriken. Ne? Ja. Das waren also richtig riesengroße Brauereien. Und wie man sieht, liegen alle hier direkt nebeneinander. Ne? Das war also das ist die Rheinische Straße. Und die Rheinische Straße, die bekam den Namen Deutsche Bierstraße. Hat man das so aus Spaß genannt. Ne? Weil da so viele Brauereien direkt nebeneinander waren. Ne? Also ein Gebäude ist ja heute noch sehr populär, das Dortmunder U. Ne? Das war da, wo früher die Union-Brauerei mal gewesen ist. Eine Brauerei sehen wir, liegt hier so ein bisschen außerhalb. Das ist unser Ort hier, ne? Hier in der Steigerstraße. Da sah es früher so aus. Da gab es nur eine Brauerei und sonst nichts. 23 Brauereien. Die Brauereien in Dortmund, die merken, dass es ganz schön clever ist, wenn man das Bier nicht nur in Dortmund verkauft. Auch in den anderen Städten haben die ihr Bier verkauft. Und die Dortmunder Brauereien bekommen immer mehr Fans. Dortmund wird nach und nach die wichtigste Bierstadt in Westdeutschland. Dann verkaufen die ihr Bier auch weiter. Im Rheinland, in Holland, in Belgien, in Luxemburg. Das Bier wird immer populärer. Dortmund wird nach und nach die wichtigste Bierstadt in ganz Deutschland. Die bis dahin wichtigsten deutschen Bierstädte, das waren eigentlich München und Berlin,
Die werden locker überholt. Dortmund wird die wichtigste deutsche Bierstadt. Die Dortmunder fangen an, ihr Bier auf allen Kontinenten zu verkaufen. Man konnte früher hinreisen, wohin man wollte. Afrika, Asien, wo man im Ausland war. Wenn man früher im Ausland war und hat gesagt, hallo, ich komme aus Dortmund, da haben die Leute gesagt, Dortmund kennen wir, Bierstadt. Zu dem Zeitpunkt kannte keiner Fußball, kannte keiner Borussia Dortmund. Das war ein unbekannter Amateurclub, aber Bier kannte man. Ja? Welche Biermarken waren das denn? Das waren überwiegend Exportbiere. Man hat in Dortmund fast nur Exportbier gebraut. Pilz nur ganz, ganz wenig. Genau, aber welche Marken? Auf welche Marken waren das? Ja, also Unionen, DAP, Ritter, Stift, Tier, ne? Das waren so einige der Kronen, das waren so die ganz großen Marken, ne, die man fast überall bekam. Also die Dortmunder, ne, entwickeln sich zur wichtigsten Bierstadt Deutschlands. Dann haben wir so vor ungefähr 100 Jahren, in den 1920er Jahren, große ökonomische Probleme. Weltwirtschaftskrise, Inflation, viele Brauereien müssen aufgeben und verschwinden. Große Brauereien kaufen kleinere Brauereien auf. Die Zahl der Dortmunder Brauereien verringert sich auf 8. Aber immerhin, 8 Brauereien bleiben übrig. Und Dortmund bleibt die wichtigste Bierstadt in Deutschland. Dann kommt der nächste große Schnitt, der Zweite Weltkrieg. Und der Krieg trifft Dortmund wirklich schwer. Wir müssen uns vorstellen, im Frühjahr 1945 ist das, was wir hier sehen können, zu 95% zerstört, zerbombt, nicht mehr da. Im April 1945 kommen die amerikanischen Soldaten nach Dortmund und befreien Dortmund und sagen, um Gottes Willen, wie sieht das denn hier aus? Hier könnt ihr doch gar nicht mehr leben. Das ist doch gar nicht mehr, ihr müsst hier weg, es ist doch alles zerstört. Und wir raten euch, geht doch aus Dortmund weg, baut eine neue Stadt Dortmund. Das ist simpler, als das hier alles aufzubauen. Da haben dann die Dortmunderinnen und Dortmunder zu den Amerikanern gesagt, ihr seid wohl wahnsinnig. Wir bauen unsere Heimatstadt wieder da auf, wo die schon immer gewesen ist. Seit dem Mittelalter. Man kann die mittelalterliche Form Dortmund sehr schön sehen, denn hier dieser Dortmunder Wallring, der ist fast gleichbedeutend mit dem Verlauf des mittelalterlichen Dortmunds. Das war also die alte Stadtgrenze Dortmunds im Mittelalter. Dortmund war also so erheblich zerstört, dass alles neu gebaut werden musste. Wenn man heute durch die Dortmunder City geht, erkennt man nicht mehr viel Mittelalterliches. Ne? Also es ist alles zerstört worden. Und es gab früher viele, viele mittelalterliche Häuser, die nicht mehr erhalten sind. Leider, leider. Dortmund erholt sich so nach und nach dem Krieg und Dortmund wird dann so Ende der 1950er Jahre wieder die wichtigste Bierstadt in Deutschland. Damit noch nicht genug. Dortmund wird die wichtigste Bierstadt in ganz Europa. Immer noch nicht genug. Dortmund wird die zweitwichtigste Bierstadt der ganzen Welt. Es gab vor circa 60 Jahren nur eine Stadt auf dieser Erde, in der noch mehr Bier gemacht worden ist als in Dortmund. Auf Platz 1 war das US-amerikanische Milwaukee. Also ich weiß nicht, ob irgendjemand hier schon mal US-amerikanisches Industriebier getrunken hat. Hat jemand mal? Ja. Leider. Leider, ne? Also US-amerikanisches Industriebier schmeckt wirklich ganz schlimm. Ne? Also ganz, ganz krass. Ne? Also wenn du ein Glas davon getrunken hast, da trinkst du die nicht noch ein zweites. Also das ist ganz schlimm. Und dann kam auf Platz 2 nach Milwaukee schon Dortmund. Und in dieser Zeit, als Dortmund so eine weltweit wichtige Bierstadt war, sah es in Dortmund übrigens so aus. Das ist jetzt mal hier ein Beispiel aus dem Jahre 1958. Hier sehen wir jetzt die sogenannten Dortmunder 8, also die 8 Brauereien, die so berühmt waren. Stifts, Kronen, Hansa, Thier, Union, Ritter, Dapp und Bergmann. Diese 8 Brauereien, wenn man alle Produktionszahlen zusammen addiert, brauen pro Jahr 7,5 Millionen Hektoliter Bier. In diesen 8 Brauereien arbeiten zu dieser Zeit 6.800 Menschen. Das sind schon sehr beeindruckende Zahlen. Also, was ich noch gar nicht gezeigt habe, man kann hier noch viel, viel mehr machen an diesem Tisch. Man kann zum Beispiel zu jeder Brauerei noch so Hintergrundinformationen starten. Ne? Dann kann man sich noch so ein bisschen mehr über die Brauerei informieren. Da haben wir dann immer so ein paar Fotos. Hier so einen ganz kurzen, ja, ich sag mal, so ein Abstract, so den Text ganz kurz zusammengefasst. So, ne? Und wer sagt, nee, der Text ist mir zu kurz, wer lieber gerne und viel und lange liest, kann dann noch die
sag mal, die Langfassung des Textes auch noch haben. Ne? Also einmal short, einmal long, ne? So ungefähr. Ich wollte mal ganz kurz, hoppala, sorry, habe ich mich verdrückt. Ich wollte noch mal ganz kurz, hey, habe ich es kaputt gemacht? Der will nicht. Geht, will nicht mehr, ne? Hat keine Lust zur Arbeit. Ah, jetzt geht er wieder. Okay. Ja, ich hatte das Gebäude gerade schon erwähnt. Das ist ja heute so ein Dortmunder Wahrzeichen, ne? Das sogenannte Dortmunder U. Ja, wenn man aber sich mal das genau anguckt, dann sieht man, heute dieses riesengroße U gab es gar nicht immer drauf. Dieses riesengroße goldene U, das heute so ein Highlight von Dortmund ist, das gibt es erst seit 1968. Wo ist das U? Das gibt es hier noch nicht. Das gibt es erst 1968. Das Foto ist ja, das Foto ist aus den 1950er Jahren. Ne? Okay. Erst 68 wurde das große goldene U, dieses Dortmunder Wahrzeichen, draufgebaut. Dieses Gebäude ist 1926 gebaut worden. Und das war damals das modernste und größte Brauereigebäude Deutschlands. Zugleich war das im Jahre 1926 das erste Hochhaus in Dortmund. Es gab also von den Kirchen abgesehen kein höheres Gebäude in Dortmund. Bis in die frühen 1990er Jahre wurde da noch Bier gebraut. Heute ist es ja das Zentrum für Kunst und Kreativität. Da hat man ja einiges gemacht. Ausstellungsräumlichkeiten für die Designstudenten, für die Fachhochschule, für die TU und weiß der Geier was. Ne? Museumsräume, Ausstellungsflächen, Diskothek, Kino. Also einiges ist da passiert. Gehen wir mal zurück zur Karte. Also, Dortmund ist die zweitgrößte Bierstadt der Welt, aber die Zeit ändert sich. Jetzt machen wir mal einen richtig harten Schnitt, einen richtig harten Cut, wenn wir jetzt mal ins Jahr 2006 gehen. Ups. Da haben wir nur noch eine große Brauerei. Eine. Nämlich heute heißt sie DAB. Dortmunder Aktienbrauerei. Heute werden alle Biere in derselben Brauerei gebraut. DAB, Hansa, Kronen, Stifts, Ritter, Thier, Brinkhoffs, alle Biere im selben Betrieb. Viele Gäste fragen mich, ob das denn nicht immer das gleiche Bier ist und die kleben nur andere Etiketten auf die Flaschen. Nein, es sind verschiedene Biere, verschiedene Rezepte. Man braucht mal das Bier, dann macht man die ganzen Gefäße wieder sauber und braucht das nächste Bier. Heute gehört die DAB zur Radeberger Gruppe. Die Radeberger Gruppe ist eine riesige Getränkegruppe in Deutschland. Da gehören viele, viele Brauereien dazu. Ich nenne nur mal so ein paar Beispiele. Schöfferhofer Brauerei, Binding, Jefa, Sionköl, Schlösserall, Schultheiß-Kindel, Stuttgarter Hofbräu, Rostocker Pilsener, und viele, viele weitere mehr, deutschlandweit. Und diese große Radeberger Gruppe gehört einem noch größeren Konzern, nämlich Dr. Oetker. Dr. Oetker, da kennen die meisten so von Tiefkühlpizza oder so, ne? Oder von Puddingpulver oder Backmischung oder so. Ne? Aber ne, Oetker macht auch Bier. Das hier ist bei Oetker die größte Brauerei. Hier werden pro Jahr ungefähr 2 Millionen Hektoliter Bier gebraut. Aber wenn wir uns nochmal die Karte davor nochmal zurückerinnern. Da haben wir 8 Brauereien, hier nur noch eine. Früher hatten wir 7,5 Millionen Hektoliter Bier in Dortmund pro Jahr, heute nur noch 2 Millionen. Und die Zahl, die ich am schlimmsten finde, früher gab es in Dortmund 6.800 Menschen, die in Brauereien gearbeitet haben, heute nur noch 500. Das ist heftig. Ne? Viele Gäste fragen mich, wieso ist das so? Das ist nicht einfach zu erklären. Zum einen, der Biermarkt hat sich verändert. Man hat in Dortmund früher überwiegend Exportbier getrunken. Heute ist ja eher Dortmund eine Stadt des Pilzbieres. Pilsner hat man damals gar nicht so gerne gemocht, eher Exportbier. Und die Dortmunder haben zu spät begriffen, dass der Biermarkt sich geändert hat. Der Geschmack des Kunden hat sich geändert. Von Export in Richtung Pilsner. Und ehe die Dortmunder diese Veränderung des Biermarktes realisiert haben, war es fast zu spät und die gerieten in so einen Abwärtstrend. Eine andere Sache, Dortmund war früher geprägt durch 3 Arbeitsgebiete. Es gab in Dortmund früher nur 3 Sachen, wo man gearbeitet hat. Man hat entweder in der Brauerei gearbeitet, entweder im Stahlwerk oder im Bergbau in der Zeche. Was anderes gab es in Dortmund früher nicht. Da kannte noch keiner Dortmund als Technologiestadt, Dienstleistungsstadt, Unistadt. Kannte keiner.
Das waren die einzigen Sachen, wo man früher dort noch gearbeitet hat. In den schlimmsten Albträumen hätte man nicht gedacht, dass das mal anders werden würde. Aber es wurde bittere Realität. Ja. Und jetzt, welche, ich soll sagen, welche Stufe hat jetzt Dortmund in der Welt? In der Welt? Ach, ich sag mal so, in Deutschland sind wir so auf Platz 7 oder 8 nur noch, so ungefähr. Also schon ziemlich, in der Welt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ne? Also schon deutlich absteigend. Ne? Ja, also Dortmund hat sich ziemlich gewandelt. Ne? Also, was ich gerade sagen wollte ist, 1987 hat in Dortmund die letzte Zeche zugemacht. Kein Bergbau mehr in Dortmund. 2001 hat das letzte Stahlwerk in Dortmund zugemacht. Keine Stahlindustrie mehr. Und dadurch, dass Stahlindustrie und Bergbau verschwunden sind, haben die Brauereien auch sehr gelitten. Das klingt jetzt vielleicht, dass ich vielleicht frech bin, aber ich bin nicht frech. Die Leute, die im Bergbau gearbeitet haben oder in Stahlwerken gearbeitet haben, das waren die besten Kunden der Bierbrauer. Denn sowohl im Stahlwerk als auch im Bergbau arbeitest du in großer Hitze und es ist sehr staubig. Da bekommt man großen Durst. Und da ist es dann klar, dass dann die auch viel Bier getrunken haben. Und seitdem diese Berufe nicht mehr existieren, hat sich der ganze Bierkonsum sehr gewandelt. Man sieht ja, Dortmund heute wirklich, Dienstleistungsstadt, Technologiestadt, Unistadt, also keine Stadt mehr von der schweren Industrie. Wir gehen mal weiter. Wasser, Hopfen, Malz. Ja, das sind die wichtigsten Zutaten. Es ist eine Sache, wie du das Rezept machst. Ein Pilz ist ein Bier, was Hopfen betont ist. Du nimmst mehr Hopfen in das Bier hinein. Dadurch wird das Bier ein bisschen herber, ein bisschen bitterer vom Geschmack her. Bei einem Exportbier hingegen nimmt man ein bisschen mehr Malz. Dadurch ist es ein bisschen süßlicher. Ne? Das ist so die ganz grobe Unterscheidung. Also, aber die Grundzutaten sind sehr ähnlich. Leider wissen wir nicht exakt, aus welchem Jahr diese Theke stammt. Wir können nur sagen, aufgrund dieses Baustils, das muss aus den 1920er oder 1930er Jahren sein. Was wir wissen, das Ding hat hier in Dortmund, Glückchen Dortmund, in einer Kneipe namens Haus Wagener gearbeitet. Ne? Nur wenige hundert Meter von der ehemaligen Ritterbrauerei entfernt gelegen, hat man da früher auch Ritterbier verkauft. Wir sehen da vorne, da ist so eine Öffnung. Da war der Weg zur Küche. Da konnte man so die Teller von der Küche in die Kneipe hineingeben und umgekehrt. Ne? Das hier ist das Ding nennt man aus Spaß Fressturm. Da wurden früher Sachen zum Essen ausgestellt. Wenn man beim Biertrinken Hunger bekam, konnte man sich hier was kaufen. Ein belegtes Brötchen, eine Wurst, eine Frikadelle oder ähnliches. Ne? Das da übrigens ist historisch gesehen völlig falsch. Es gab früher keine Bierflaschen in den Gaststätten. Es gab nur Bier gezapft, aus den Fässern gezapft, Fassbier. Nein, da stand früher etwas anderes. Da standen früher Schnapsflaschen. Also hochprozentige alkoholische Getränke wurden früher da kühl aufbewahrt. Wir haben dennoch hier mal ein paar Bierflaschen hingestellt, weil wir etwas machen können. Wir können uns mit Hilfe dieser Bierflaschen historische Werbefilme angucken. Ich möchte mal zuerst einen Film zeigen von der Hansa Brauerei aus dem Jahre 1969. Und der zeigt einen sehr innovativen Weg der Werbung. Wir sehen gleich junge, attraktive, gut gelaunte, sportlich aktive Männer und Frauen, die Werbung für Bier machen. Man muss wissen, das war ein ganz neuer Ansatz. Früher war Bierwerbung eher sehr langweilig. Da hat man alte Männer gesehen, grauhaarige alte Männer, die sitzen und ganz gemütlich Bier trinken. Und Prost und hier. Ne? Und hier hat man mal ganz versucht, junge Leute anzusprechen. Denn bei vielen jungen Menschen war Bier früher ein absolutes No-Go. Bier war so ein Getränk für alte Leute. Und man hat mal ganz bewusst versucht, hier neue junge Käufer für Bier zu gewinnen. Und den Film gucken wir uns mal an. Wir sehen
man, für das Bierglas braucht man drei Hände. Da fragt man sich jetzt, wer von den drei hat das Bier jetzt getrunken überhaupt, ne? Da sieht man gerade was sehr Neues. Das ist eine Bierkiste aus Kunststoff. Das gibt es erst so ab ca. 1966. Nationalfilm hier. Kennen Sie Wiedermals? Wieder what? Rote Kaue. Nix Cola. Wiedermals. Aber natürlich aus Malz. Wow, that's great. Where can I get it here? Mixier, nur in Germany. Wiedermals, die gänzlich unamerikanische Erfrischung. Finanziert. Die Tierbrauerei, die ging noch einen Schritt weiter. Die wurden Sponsor eines ganzen Clubs. Die sind beim OSC eingestiegen. Der hieß dann OSC Tier Dortmund und hat in der Handball-Bundesliga auch gespielt. Oder auch sehr schick hier diese Stiftspilz-Werbungen auf den 70er-Jahren-Plakaten von Borussia Dortmund. In diesen Glaskästen sehen wir so ein paar andere Dinge, die in Kneipen früher wichtig waren. Die Brauereien haben also die richtig ausgestattete Kneipen. Die haben die mit Gläsern versorgt, mit Kartenspielen, mit Aschenbechern und Feuerzeugen, Kugelschreibern und so. Viele junge Leute, die sind ganz geschockt wegen der ganzen Aschenbecher und Feuerzeuge. Früher wurde ja viel, viel mehr geraucht als heute. Haben wir noch Raucher hier unter uns? Haben wir Raucher dabei? Keine Raucher? Doch, aber eher wenig. Ne? Nicht gesehen. früher war es fast genau andersrum. Da hast du gefragt, wer ist Raucher und alle haben aufgezeigt. Und, ne? Ich war früher auch. Ne? Bei meinen Fans, bei meinen Freunden der einzige Nichtraucher. Alle meine Freunde, alle am Rauchen und ich nicht. Und die haben mich immer gefragt, hey, du bist doch ein Idiot, wieso rauchst du nicht? Ich sage, nee, schmeckt mir nicht, brauche ich nicht. Ne? Früher war das so, du bist irgendwo auf eine Party gegangen, da war ein Stuhl frei, da hast du gefragt, Entschuldigung, kann ich mich da hinsetzen? Ich muss euch aber erzählen, ich bin Nichtraucher. Stört euch das, wenn ich Nichtraucher bin? Nein, das stört uns nicht. Alle lassen nach allem rauchen. Mir hat mal ein Besucher erzählt, vor 60 Jahren haben in Deutschland 87% der Männer geraucht. 87%, heute fast umgekehrt. Ne? Aber früher war es ganz normal zu rauchen, deshalb haben wir auch so viele Aschenbecher und Feuerzeuge. Auch richtige Sammlerbörsen und Sammlermessen, wo die sich treffen und dann solche Sachen tauschen und verkaufen. Ich hatte ja gerade schon gesagt, die Dortmunder haben ihr Bier überwiegend Exportbier gebraucht. Die Dortmunder waren auf ihre Exportbiere sehr stolz. Sie haben es rechtlich abgesichert. Nur in Dortmund gebrautes Exportbier durfte Dortmunder genannt werden. Es gab aber einige Brauereien im Ausland, die haben versucht, Dortmunder Bier nachzumachen, das Bier zu kopieren. Mal so ein paar Beispiele. Hier aus Dänemark, da hat eine dänische Brauerei das Dansk Dortmunder gebraut, das dänische Dortmunder. Klingt schon so ein bisschen verrückt, ne? Oder hier eine Brauerei aus den Niederlanden, Oranjeboom Dortmunder, Orangenbaum Dortmunder, klingt auch ein bisschen albern, ne? Also ganz komisch. Dann sehen wir hier unten auch was Komisches. Die Tierbrauerei hat sich gedacht, wir müssen unser Bier mal in den USA verkaufen. Und vielleicht ist der Name für die Amerikaner nicht so spannend. Wir müssen einen Namen finden für den US-amerikanischen Markt, der den US-Amerikaner dazu verleitet, unser Bier zu kaufen. Und man hat versucht, so ein paar Klischees, die in Amerika über Deutschland bestehen, zu befolgen. Zum Beispiel, in Amerika glauben viele Menschen, dass Deutsche das ganze Jahr in Lederhosen rumrennen und Oktoberfest feiern. Die verwechseln das mit München, ne, wo ja das Oktoberfest immer stattfindet. Also haben die sich gedacht, wir nennen unser Bier Oktoberfestbier. Und Imperial, da denkt man so an Deutsches Reich, Kaiser Wilhelm II. Und so. Ne, und was soll ich sagen, das war in Amerika ein riesengroßer Hit. Ne, die Amerikaner haben gedacht, ein Bier, was so heiß ist, muss super sein. Ne, also da lässt man sich, ne, von der Werbung auch manchmal ganz schön beeinflussen. Eine andere Sache, die auch sehr gefährlich ist, Bier trinken und Autofahren. Früher war man da sehr, sehr unvorsichtig.
da gehörte es beinahe zur Normalität, dass man Alkohol getrunken hat und trotzdem Auto gefahren ist. Dass man das früher ganz, ganz locker gesehen hat, möchte ich mal an einem Beispiel erzählen. Wir haben hier einen Bierdeckel aus dem Jahre 1960 von der Dortmunder Stiftsbrauerei. Und da stehen ganz abenteuerliche Sachen drauf, die ich gerne mal vorlesen möchte. Wenn man sich die Sachen dann mal so ein bisschen, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, dann merkt man, das geht heute gar nicht. Erstens, auch Autofahrer dürfen Bier trinken. Zweitens, 4 Gläser Bier, je 1/4 Liter, ergeben ca. 0,4 Promille. Gesundheit und normales Körpergewicht vorausgesetzt. Drittens, langsam trinken und beim Bier bleiben. Viertens, etwas dazu essen. So kannst du heute keine Werbung mehr machen. Das hier ist eine Anleitung, wie man säuft und Auto fährt. Das wäre heute völlig verboten. Wenn du heute so eine Werbung publizieren würdest, dann würde die Polizei sagen, seid ihr wahnsinnig. Ne? Gebaut von der Firma Krupp und er diente dem Biertransport. Dieser LKW hat jahrzehntelang für die Union-Brauerei in Dortmund gearbeitet. Und rein von der Technik her ist dieses Fahrzeug auch sehr, sehr spannend. Wenn man zum Beispiel sich mal die Reifen anguckt, das sind Vollgummireifen, das sind keine mit Luft gefüllten Reifen. Vollgummimaterial, ne? Also ein ganz eigenes Fahrgefühl. Was auch cool ist, ne? Was auch cool ist, wenn man abbiegen wollte, da gab es keinen Blinker, da gab es einen Winker. Das heißt, du hast, ne, willst rechts abbiegen, da kommt dann hier, zack, das so raus, der Pfeil, und da wusste jeder, ach, guck mal, der will rechts abbiegen. Auch sehr schön, die Kraftübertragung. Er hat einen Kettenantrieb, ne? Also eine Technik kennt man kaum. Und was auch noch ziemlich cool ist, Höchstgeschwindigkeit 18 Kilometer pro Stunde. Der war nicht sehr schnell. Da bist du mit dem Fahrrad schneller. Ja, die Verbindung zwischen Fußball und Bier ist auch ganz, ganz wichtig. Ne? Borussia Dortmund, ne, ist ja ohne Frage einer der bekanntesten deutschen Fußballvereine. Immer wenn Borussia Dortmund große Erfolge hat, dann bringen die Brauereien auch Souvenirs raus. Ne? Irgendwelche Geschenkgläser oder Spezialdosen. Dieser große Bierkrug, der ist aus dem Jahre 1995. Da ist Borussia Dortmund nach 32 Jahren Pause erstmals wieder deutscher Fußballmeister geworden. Und da hat dann die Kronbrauerei diesen schönen Krug rausgebracht mit den Autogrammen von allen Spielern. Fassungsvermögen? 10 Liter? Steht das da drauf? Nee. Verdammt, steht da gar nicht drauf? Wahrscheinlich zum Trinken sowieso zu schwer. Ist zu schwer, ja, aber steht gar nicht drauf. Leider. Auch was schön ist, das ist eine Flaschenabfüllanlage. Mit dieser Anlage konnte man in einer Stunde 1800 Flaschen mit Bier befüllen. Die ist aus dem Jahre 1960. Viele Gäste sagen zu mir, Mensch, 1800 Flaschen, das sind ja 90 Kästen mit Bier. Super. Heutzutage ist das wirklich eine Lachnummer. 1800 ist wirklich lächerlich. Ne? Heutige Brauereien haben viel, viel mehr, viel, viel größere Abfüllanlagen. Hier in der DAP zum Beispiel haben die eine Abfüllanlage für 65.000 Flaschen pro Stunde. Nicht 1.865.000. Und selbst 65.000 ist heute fast schon schwach. Die modernsten Abfüllanlagen, die du dir kaufen kannst, also so Top-Class, State-of-the-Art, das sind so ungefähr 80.000 Flaschen pro Stunde. Also nicht 1.800. Was sich auch sehr verändert hat, sind die Bierflaschen. Bierflaschen gab es früher sehr selten. Und wenn man eine Bierflasche hatte, sah die anders aus. Bierflaschen hatten oben früher einen Korken drin, wie bei einer Weinflasche. Die Leute haben früher Bierflaschen abgelehnt. Die haben gesagt, sowas brauchen wir doch gar nicht. Wenn man früher zu Hause Bier trinken wollte, hat man das anders gemacht. Man ist zum Wirt gegangen und hat einen Krug mitgebracht und hat gesagt, hier ist mein Krug, mach den Krug voll, ich gehe nach Hause. Dann hat man zu Hause gehen. Zum Erfolg kam die Bierflasche erst ab 1875. Da ist nämlich ein neuer Verschluss erfunden worden, den wir da unten auch schon sehr schön sehen können. Der Bügelverschluss. Manche Brauereien haben das immer gemacht. Immer mehr Brauereien tendieren heute wieder in die Richtung, auf Bügelverschlussflaschen zu setzen.
Denn viele sagen, es macht einfach viel mehr Laune und Lust, mit einem lauten Plopp die Flasche aufzumachen, als beim normalen Kronkorken, den wir übrigens hier sehen. Hier im Hintergrund, das ist, ich sag mal, eine Spülmaschine oder eine Waschmaschine. Ne? Da werden die Flaschen sauber gemacht, bevor man sie neu befüllt. Stelle hier möchte ich jetzt auf ein ganz hartes Thema eingehen. Das Thema heißt Alkohol trinken am Arbeitsplatz. Wenn ich in der Brauerei arbeite, habe ich ja das große Glück, um mich herum gibt es viel Bier. Aber die Chefs der Brauerei wollten jetzt nicht, dass die Brauereimitarbeiter immer nur trinken, trinken, trinken und keiner arbeitet mehr. Ne? Das wäre ja blöd. Ne? Deshalb hat man versucht, den Alkoholkonsum so ein bisschen zu reglementieren. Dazu hat man in den Brauereien früher solche Automaten aufgebaut. Man nannte sie die Schießautomaten. Wenn ich bei der Arbeit Lust auf ein Bier hatte, konnte ich mir bei der Arbeit an dem Automaten ein Bier abzapfen. Aber damit ich das machen konnte, brauchte ich eine spezielle Schießmarke. Ohne ging das nicht. Diese Marken haben die Arbeiter morgens bekommen, wenn die angefangen haben zu arbeiten. Der Pförtner der Brauerei hat den Arbeitern die Marken gegeben. Und diese Marken, die musste ich am selben Tag benutzen. Am nächsten Tag wären die ungültig gewesen. Es ist jetzt natürlich spannend zu erfahren, wie viele Marken gab es denn früher. Ich habe bei meinen Recherchen verschiedene Zahlen gehört und gelesen. Zwischen 1 und 8 Marken am Tag. Die Brauereimitarbeiter haben sich untereinander immer natürlich unterhalten. Hey, ich habe noch eine Marke, möchte einer noch ein Bier trinken? Oder hey, ich habe Durst, hat einer noch eine Marke für mich? Also man hat darauf geachtet, dass alle Marken am Tag benutzt worden sind. 1 bis 8 am Tag. Mal ein Beispiel. Ich hatte mal hier einen Besucher, der hat mir erzählt, er hat in den 1960er Jahren in der Stiftsbrauerei in Dortmund gearbeitet. Und der Mann sagte zu mir, wir bekamen 3 Marken. Und da habe ich den Mann gefragt, hey, wie groß waren denn eure Becher oder eure Gläser? Da sagte der Mann so ganz cool zu mir, ja, wir hatten Literkrüge. So. 3 mal 1, sie durften jeden Tag ganz offiziell 3 Liter Bier bei der Arbeit trinken. Ne? Heute undenkbar, wenn man heute bei der Arbeit ein Bier trinkt, dann wirst du damit direkt rausgeworfen, kannst du aber vergessen. Ja? Das war ungefähr so wie heute, also ich sag mal so 4,8, 5,0, so den Dreh so. Ne? Übrigens, mit den 3 Litern war es noch nicht vorbei. Die haben heimlich mehr getrunken. Die wussten ja, wo man in der Brauerei noch mehr Bier finden kann, ist ja klar. Ne? Also manche waren richtig alkoholkrank, muss man wirklich sagen. Es gab Alkoholiker, die in Brauereien gearbeitet haben. Mir hat mal ein Besucher erzählt, das war ein ganz alter Mann, der hat mir gesagt, er hätte sein Leben lang für die Kronenbrauerei gearbeitet. Und er sagte mir, er hatte jahrelang einen Arbeitskollegen, der ist morgens zur Arbeit gekommen. Der hat sich dann einen Kasten Bier geholt, hat sich den hingestellt. Und der hat dann 8 Stunden gearbeitet und hat während der 8 Stunden den ganzen Kasten Bier alleine getrunken. Und dann ging er nach Hause. Und er hat gesagt, der ist nicht irgendwie besoffen gewesen. Du hast ihm nichts gemerkt. Der war so, weil er so im Training war. Ne? Der konnte jeden Tag 20 Flaschen Bier trinken, hat noch nichts gemerkt. Ganz, ganz heftige Trinker gab es auch bei den LKW-Fahrern der Brauerei. Ausgerechnet bei den Fahrern. Da habe ich auch ganz heftige Storys aus den 50er, 60er Jahren gehört. Beispiel, ein LKW-Brauereifahrer, der dort mit der Aktienbrauerei, kommt morgens zur Arbeit und kriegt einen Zettel übergeben. Und da sagt der Kollege, haben wir dir aufgeschrieben, 20 Gaststätten, die musst du heute alle mit Bier beliefern. Er fährt los, erste Gaststätte, gibt das Bier ab. Der Wirt sagt, danke, dass du da warst. Ich habe dir schon mal ein Geschenk vorbereitet. Ich habe dir schon mal ein Bier und einen Schnaps eingeschickt. Schnaps getrunken, Bier getrunken. Er fährt weiter. Nächste Kneipe, Bier abgeladen. Der Wirt sagt, danke, dass du gekommen bist. Ich habe hier einen Schnaps und ein Bier für dich. Weitergefahren. Der fährt zu 20 Gaststätten. Er trinkt 20 Schnaps, 20 Bier und fährt trotzdem LKW. Da sagen viele Gäste zu mir, um Gottes Willen, es ist doch viel zu gefährlich. Hat die Polizei dagegen nichts unternommen? Die Polizei war Teil des Systems. Da kann ich auch mal eine Geschichte zu erzählen. Brauerei-LKW fährt durch Dortmund und der Polizeiwagen fährt hinterher. Auf einmal überholt der Polizeiwagen den LKW und zwingt ihn zum Anhalten. Der Polizist steigt aus. Hallo, Polizei Dortmund, ich habe Sie beobachtet. Ihr LKW ist ja völlig überladen, da ist ja viel zu viel drin.
Jawohl, der Polizist, Sie haben recht, mein LKW ist überladen. Gehen Sie mal rein, gucken Sie mal hinter meinen Sitz. Der Polizist geht in den das Fahrerhäuschen, geht hinter den Sitz, er kommt raus, holt eine Kiste Bier raus und geht weg. Ende der Story. Da sagen zu mir viele Gäste, das gibt's doch gar nicht, das ist doch Korruption, ne? Der Polizist, der mit dem Bierkasten und so, ne? Ja, so hat man das früher gemacht, auch in Deutschland, ne?